nie Zeit, irgendwas vorzubereiten, deshalb gibt es hier gleich ganz viele tolle Source-Files. Und ich will auch erzählen, über wie man den View-Apparat und C++ so benutzen kann. Ich weiß nicht, wer von euch kann C++? Oder überhaupt so C++? Ja. Die anderen werden wahrscheinlich gleich ein bisschen geflasht sein, macht aber nichts. Ja, also machen wir hier Nerd Talks oder nicht? So, das ist die Grammatik von dem C++ New Expressions, die ich aus dem Standard, den ich aus Quellen habe, extrahiert habe. Der ist nämlich eigentlich ganz teuer. Wer C++ programmiert hat, weiß im Wesentlichen, glaube ich, damit was anzufangen, das ist einfach das View-Keyboard. Danach kann man hier dieses optionale Placement machen, dazu erzähle ich heute nichts, das erzähle ich in einem anderen Vortrag. Dann kommt hier ein New-Type-ID, da steht normalerweise einfach das, was der Typ von dem Objekt, den man gerne erzeugen möchte. Also will ich zum Beispiel einen Int erzeugen, dann steht halt New-Int. So, und dann gibt es New-Initializer, Opt, also Opt ist immer optional. Das ist dann halt der Wert von dem Objekt, das erzeugen will, beziehungsweise die Konstruktorargumente. So, und das Spannende ist, man kann da nicht nur ein New-Type-ID angeben, sondern man kann da auch, wenn man eine runde Klammer verwendet, eine Type-ID angeben. Und das macht es möglich, im Aufruf eines New-Operators selber neue Typen zu definieren. Insbesondere Typen, die von irgendwas anderes abgeleitet sind. Ich erzähle das hier im Talk, weil ich mir gedacht habe, die meisten Leute, die zwar C++ können, wissen das noch nicht. Das scheint auch so zu sein, das freut mich sehr. Genau, ein Type-ID ist einfach eine ganz normale Typ-Deklaration, also sind ganz normale Typangaben, die man sie überall verwenden kann. Ja. Eine großartige Präsentationssoftware. Ja, ist halt für alles gut. Ja, genau. So, warum will man das vielleicht überhaupt? Also ganz klassischer Anwendungsfall, radikal zusammengebrochen. Ich habe hier irgendwie so eine Klasse, die, was weiß ich, ich will 2D-Dinge darstellen auf meinem Bildschirm oder so. Ja? Das heißt jetzt hier irgendwie Ding, weil mir nichts Schönes eingefallen ist, und es hat eine Methode drawThisVirtual und ich werde nachher. Oder man könnte sich denken, dass wir vielleicht nachher Kreise machen und Quadrat und Dreieck und Sierpinski-Dinger und Fraktal und weiß ich nicht was, ist mir egal. Jedenfalls wollen wir jetzt eine konkrete Instanz oder eine konkrete Klasse quasi machen, davon natürlich Instanzen und zum Beispiel eine große Liste von Objekten tun, die wir gerne malen wollen. Also der klassische Weg ist, ich mache jetzt hier irgendwie so ein Loop-Ding und das ist halt von dem Thing abgeleitet und das implementiert halt dieses Draw. Also das ist jetzt hier keine ganz so schöne Grafikmethode, aber es macht nichts, soll die Anschauung reichen. So, jetzt habe ich hier meine Liste von meinen 10 Objekten, die ich später malen will. Das ist halt ein Vektor von Thing-Pointern. Und da tue ich jetzt mein neues Ding rein und naja, nachher mache ich das halt alles. Wenn ich das ausführe, was ist jetzt für ein System? Ich führe mal die mal nicht aus. Jedenfalls, man kann das kompilieren, das gilt diese C++11 und es funktioniert. So. Ach, ich weiß nicht, ob mein Compiler das schon kann. Ja, mach nicht, die kompiliert das noch nicht. Das vorhin kompiliert muss reichen. Also das ist klar, es kommt am Würfeling raus. So, wenn ich jetzt aber ein weniger breites Terminal hätte. Ja, das ist einfach Steuerung minus. Steuerung minus, okay. Sehr schön. Oh. Wenn ich jetzt aber keine Lust habe, diesem Loop-Ding einen Namen zu geben, das kann relativ, also bei mir jedenfalls persönlich relativ schnell passieren, weil ich der Meinung bin, der umgebende Code, der macht doch völlig klar, was es ist und mir da jetzt noch einen Namen drauf zu denken, weil die Funktion heißt vielleicht schon Create Loop-Ding oder wie auch immer. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, genau das zu tun, was ich vorhin angekündigt habe, nämlich ich mache hier an der Stelle einen New-Operator und der bekommt jetzt in jedem runden Klammern hier einen neuen Typ deklariert. Zum Beispiel so, das ist eine Klasse, die ist abgeleitet von Thing und sie überlebt dieses Draw. Also eine namenlose Klasse. Das ist eine namenlose Klasse. Sie heißt am Ende irgendwie Unterstrich Anonymous Class, Punkt, irgendeine Nummer oder sowas. Hängt vom Compiler ab, ist Implementation Defined, soweit ich weiß. Das erzeugt mir tatsächlich eine neue Klasse, eine neue Instanz davon, die diese entsprechende Methode natürlich hat. Dann mache ich wirklich, was Klassen halt zu tun und tut es nicht. Das funktioniert ganz wunderbar. So, wenn man jetzt keine Lust hat, sehr viel zu schreiben, kann man sich noch, ein paar Worte sparen. Also zum einen, wer lange genug C++ programmiert hat, weiß, Druck ist auch nur ein schlechtes Class, wo am Anfang alles defaultet zu public. Und zweitens, wo einmal virtual dran steht, muss nicht nochmal virtual dran stehen. Das heißt, wenn man die Syntax ein bisschen minimieren will, ist der obere Weg auf jeden Fall der kürzere. Also ich bin, wenn ich sowas, also wenn man schon mit sowas schreibt, was ich gerne mache, dann bin ich kein Freund von unnötigen Keywords, die überall rumfliegen, weil das macht das Verständnis dann auch nicht mehr größer. So, 2 hatte ich gerade, 3 ist glaube ich irgendwas ganz anderes, was ich zum Experimentieren hatte. Und 4. Ah, nee, das ist das falsch. Das Keyboard. So.
So, genau, wir haben. So, das Problem ist, diese anonymen Klassen, wenn sie keinen Namen haben, können keinen Konstruktor haben. Jedenfalls ist mir keine Möglichkeit bekannt, einen Konstruktor für die zu erzeugen, weil in Konstruktor erzeuge ich im C++, indem ich den Namen der Klasse angebe und dann runde Klammern auf und zu machen. Das geht halt schlecht, wenn ich keinen Namen habe. Manchmal macht es trotzdem noch Sinn, meiner Meinung nach, solche New-Dinger zu machen. Ich habe hier mal so sehr beispielhaft eine Methode gemacht, nimmt ein Ding und gibt ein neues Ding zurück, was irgendwie toller ist. Also in diesem Fall ist toller definiert als macht eckige Klammern und String. Aber man kann sich das ja auch etwas schöner definitiv vorstellen. Wenn man sowas hat, also ich rede vor allem über die Untermethode hier, bedeutet das, ich muss irgendwie ein Member dieser Klasse tatsächlich irgendwie reinreichen, sag ich mal, von dem Scope her. Jetzt könnte man die natürlich auch nochmal die Coursing nennen da drin. Kann man machen, macht es meiner Meinung nach unnötig lang, aber sei es drum. Worauf ich aber hinaus will, ist, man muss wissen, wenn man diese Klassen vollständig anonym haben will, kann man halt keinen Konstruktor verwenden. Und damit hat man wieder ein bisschen Overhead-Syntax in dem Moment, wo man versucht, diesen Scope-Variablen quasi reinzureichen. Weil dieses T brauche ich jetzt im Prinzip dreimal, noch häufiger fünfmal. Einmal in dem Argument von der Methode, einmal, also hier oben einmal, da. Von da geht es logischerweise nach hier unten. Das ist das Argument für den Konstruktor, dieses T da. Und dieser Konstruktor ist halt dieser hier. Und dieses T ist danach dieses T und dieses T ist das gleiche wie dieses T und dann wird es zugewiesen. Und dann kann ich es am Ende benutzen. Ja, man könnte sich auch für alles andere Namen ausdenken, aber das immer dasselbe Ding ist, kann man es auch gar nicht tun. Ja, jedenfalls, was man damit machen kann, ist halt, man hat jetzt die zwei Methoden, im Prinzip sind so eine Art Factories, wo ich halt jetzt Objekte erzeugen kann und ich kann halt beliebige Objekte nehmen und die schöner machen und die kann ich alle in meine Liste tun und da es als Virtual ist, wird dann der jeweilige Code aufgerufen. In Java geht das sogar fast noch ein bisschen eleganter, aber Java ist eine komische Sprache. genau, und wer sich mit C++11 beschäftigt hat, der weiß auch, es gibt noch eine Möglichkeit, so etwas zu tun, nämlich Lambda-Expressions. Die lösen mir im Prinzip das Problem mit diesen Scope-Captures. Das sehr, sehr ärgerlich ist, Lambda-Expressions haben keine Virtual Operator, keine Aufklammer-Methoden. Das heißt, ein Lambda-Expression hat immer einen konkreten Typ, und ich kann sie nicht dazu zwingen, sich von irgendwas anderes abzuleiten, wie ich das mit meinem Draw, wie ich das hier mit meinem Ping habe. Also ich kann mir insbesondere keinen Vektor machen von Pointern auf Lambda-Expressions, jedenfalls nicht so einfach. Es gibt da Lösungen in Boost, da gibt es Functional Objekte, ja, in Boost gibt es alles. Das Problem ist, in Boost gibt es auch viele komische Template-Fehler. Aber mich interessiert erstmal, wie kann ich sowas in der Sprache überhaupt machen? Und natürlich gibt es Möglichkeiten, meine Lambda-Expressions quasi hintenrum wieder in mein Interface reinzuwirken, wie sie jetzt eine, sag ich mal. Also der große Unterschied ist halt, wenn ich eine Lambda-Expression habe, habe ich einen ganz konkreten Typ. Und wenn ich mit konkreten Typen arbeiten will, die ich leider nicht kenne, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich habe, dass ich ein Template mache, mir den Typen in irgendwas reincapture und dann weiterarbeite. Das ist genau das, was das da oben tut. Das capturet halt diesen völlig unbekannten Typ hier gibt es eine Lambda-Expression, wer die noch nicht gesehen hat in C++. 11, die sehen im Prinzip so aus, dass ich hier drin angeben hätte können, wie ich meine Scope-Variablen importiert haben möchte. Danach kann ich noch irgendwelche Argumente für die spätere Funktion angeben, die sind aber leer, weil das Draw eben keine Argumente hat. Und danach gibt es einen Konstruktor. Das erzeugt mir ein Objekt von einem Typ, dessen Namen mich nicht interessieren darf, das einen Operator runde Klammer auf runde Klammer zu überladen hat, was halt diesen Code ausführt. So, und wenn ich das halt benutzen will, muss ich mir ein Template machen, was diesen völlig unbekannten Typ jetzt irgendeinen Namen verpasst, zum Beispiel L, und dann kann ich die Lambda-Expression inklusive der gesamten Scope-Capture, falls ich den eine hätte, nehmen und das Referenz da reinkopieren, oder in Zinsen ohne Referenz, und ich halt jeweils eine neue Kopie für jedes Ping, was ich daraus konstruiere, und dann kann ich das in mein Ping-Interface einpacken. End of talk. WTF OMG? Ja, schon auf WTF RTFM. Ich meine, du hast das schon. Was du? Du hast es ja auch schon gesagt, also Boost macht ja schon ganz gute Fehler, wenn man Pech hat mit einem Compiler. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das in unterschiedlichen Compilern außer einem aktuellen GCC zum Laufen zu kriegen? Keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass. Oh, wie heißt der? Es gibt so einen unglaublich standardkonformen Compiler. Nicht den Intel-Compiler. Auch nicht geworden. Von so einer kleinen Software-Klitsche ist das. Die haben immer schlechte Fehlermeldungen, aber sehr standardkonformen Compiler geschrieben. Ich würde davon ausgehen, dass der das kann. Die Syntax mit diesen anonymen Klassen, die gibt es schon lange. Das ist kein C++11, das ist ein altes C++, das ging schon richtig lang. Und das läuft eigentlich überall. Aber dieses Ding hier, was jetzt gerade auf dem Bildschirm ist, natürlich nicht wegen der Lambda-Capture.
Aber, ja, das, mit, ja, aber das mit den Klassendeklarationen innerhalb des Mio-Operators ist ein altes C++. Ich meine sogar schon von 98 oder so. Also ist wirklich alt. Also wäre ganz cool, wenn du das irgendwo mal hochladen könntest oder so, weil ich das mal in einem bestimmten Compiler testen würde. Mhm. Kann ich machen. Aber ich würde es einfach nur wie ins Wiki schmeißen. Also, das ja, ist nicht viel gut. Nee. Kann man das irgendwo in Google nachlesen? Den Code oder das alles? Das geht nicht so davon, also wie es funktioniert. Ja, ein C++-Standard, der.